Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Isabella Pschasowska, spiritueller Empowerment Coach für Frauen. Und heute möchte ich mit dir das Thema anschauen: Selbstinitiation von Frauen. Ja, ein Satz, der mich sehr beeindruckt hat von einer Kollegin, die mich sehr inspiriert hat, ist: We are our own institution. Das heißt, wir müssen nicht mehr warten, also so interpretiere ich diesen Satz und du kannst ihn für dich nehmen und schauen, welche Facetten der in dir öffnet. Aber für mich ist der sowas von kraftvoll, also sowas von kraftvoll. Da geht es tatsächlich wieder, okay, was ist denn diese, wie, von welchem Platz aus lebe ich denn, an was orientiere ich mich denn, was ist Wahrheit? Und die Zeit ist jetzt wirklich dran, dass wir diese Wahrheit in uns finden und immer mehr darauf vertrauen und immer mehr in uns auch nicht mehr die Dinge tun, die nicht mehr stimmig sind, sondern immer mehr unseren Körper, also tatsächlich auch unseren feinstofflichen Körper, unseren Energiekörper, unsere Gefühle, alles immer tracken und schauen, ist es für mich stimmig? Was ist da? Und auch wenn ich noch nicht weiß, ob das jetzt so oder so ist, ist schon mal ein Indiz, wenn du sagst, hey, irgendwas stimmt hier erstmal nicht, ne? Irgendwas, ich fühle mich unwohl. Ist das schon mal ein Grund genug zu sagen, okay, mal stopp, wie geht's mir gerade, was ist gerade los? Und dann dich zu lernen, wirklich zu navigieren. Und es gibt verschiedenes, was uns stärkt, um in unsere Wahrheit, in unsere natürliche Essenz oder wie auch immer du das nennen magst, aber in etwas, was uns stärkt und wo wir von unserem Platz aus heraus in der Welt gehen, weil wir verbunden sind mit diesem hier, alles was hier ist, also das, alles was hier ist, ist ja alles eins. Und dann kriegen wir von außen teilweise gesagt, was Wahrheit ist oder wie wir leben sollen, wie es zu sein hat. Doch mehr und mehr lernen wir, unserer eigenen Wahrheit und unserem Herzen zu folgen. Und das kann auch ganz, ganz anders aussehen als das, was viele andere Menschen leben. Und dafür braucht es eine gewisse Kraft und auch eine gewisse Verankerung, um mehr und mehr von diesem Platz aus zu wirken, zu sein und ja, diesen Platz auch wieder zu vertrauen in uns letztendlich. Ja. Halleluja. Genau. Ja, für mich war mein Weg in diese Wahrheit, waren viele Stationen und letztendlich, also auch auf dem spirituellen Weg, in dem ich bin und war. Und für mich als Frau sind tatsächlich diese weiblichen das weibliche Energiesystem in uns, die weiblichen Göttinnen, die Archetypen und mein Zyklus, mein Körper, also diese, das, was halt uns Frau ausmacht, auch als spirituelles Wesen, war das einfach dieser Weg, dass ich mehr in dieses weibliche Forschungsfeld gehe und gegangen bin, um meine Essenz zu spüren, weil das sich einfach am natürlichsten für mich anfühlt und am verbundesten und ja, auf so eine Art und Weise, wo ich mich nicht abschneiden muss oder wo ich nicht irgendwie anders sein muss, sondern wo ich mich ganz willkommen heiße. Na, immer mehr, zumindest. Es gibt wunderbare Gelegenheiten, um dich zu vertiefen in deine Natur, in deine weibliche Natur, in deine Wahrheit, in dem, was für dich dein Kraftzentrum ist und deine Kreativität und alles was in dir schlummert und deinen Weg einfach ausmacht. Und die Verbundenheit zu unserer inneren Natur, also auch zu unserem Zyklus und damit sich zu vertiefen, ist für mich eines der Haupttools für mich persönlich, um mich verbundener zu fühlen mit mir, mit allem, also tatsächlich auch. Also etwas, was mich verankert, was mich
einfach hier, wo ich sitze, verankert in eine Wahrheit, die größer ist als irgendwelche Gedanken, irgendwelche Worte, irgendwelche weißen Kittel oder Institutionen von außen. Gibt es etwas, was Wahrheit in mir ist. Und genauso geht es mir auch mit den Göttinnen, dass sie Torwege sind in mir, also etwas in mir öffnen, was woran ich mich erinnern kann in mir, dass das existiert und mich auch wie so wie eine Landkarte benutzen kann, dass ich sage, ah ja, diese Göttin, die hat vielleicht dieses Thema. Naja, meine Lieblingsgöttin Durga, die hat das Thema Grenzen und Wahrhaftigkeit. Und wenn ich damit gehe und diese Energie in mir bewege und Übungen dazu mache, zum Beispiel jetzt im Rahmen von Tanzritualen, aber auch für mich einfach, allein schon, wenn ich sie einlade, dann bewege ich diese Frequenz in mir und lerne und forsche und weite mich aus und werde immer ganzer, immer voller. Und ja, viele Überraschungen, viele Kräfte öffnen sich, viele Überraschungen, auch viele ja, unerwartete Dinge passieren auch mit Göttinnen, von denen man denkt, man hat vielleicht eine ganz gute Beziehung oder ach, die Göttin ist ja ganz lieblich, also wird es auch ganz leicht für mich. Nee, das sieht nicht so aus, weil jede Göttin weiß ganz genau, was wir in diesem Moment brauchen. Und auch wenn sich das so extern anhört, diese Göttin irgendwo da draußen, das ist verbunden mit dem Großen und Ganzen. Es ist die Frequenz, die uns gerade zur Verfügung steht und uns genau auf unserem Weg genau da abholt, wo wir ein Thema mit haben oder uns unterstützt, um noch mehr zu leuchten, um noch mehr unsere Kraft zu spüren. Ja, ich bin gespannt, was dich unterstützt oder worauf du Lust hast, wie du in deine Wahrhaftigkeit oder in deine eigene Institution sozusagen in dir erwächst. Und ich bin gespannt, was dich unterstützt. Und ja, lass es mich wissen, schreib mir oder auch hier unter dem Video einen Kommentar. Ich finde es wertvoll, sehr wertvoll, uns da zu inspirieren und ja, uns gegenseitig da auf den Weg zu bringen, immer mehr in unserer Wahrheit zu leuchten, egal was da außen ist oder egal wie absurd das teilweise dann aussieht oder er sich erstmal anfühlt. Ja, in diesem Sinne, we are our own institutions.